Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Engleich. So, schauen wir mal in die Schlägerei rein. In den Rumble! It's Rumble Time. Lass uns mal gucken, wie es da momentan aussieht in Gilde 1. 26.062 zu 21.825. Das sieht ja mal noch gut aus. 35 aktive bis jetzt. Kommt jetzt noch der 36. mit hinzu. Also fangen wir mal an. Gucken wir uns mal an, wer da momentan aktiv war. Garden, Apsu, Nero, Luca, Passegger, Gamer Guy, WMW, Pony Nervt, Unknown, Akasesi, Lo, Eat Fresh Food, Simal, Derveni, Hero, Dietronic, Daniel, Sakai, McFreezy, Dein Vater, Mark Oliver, FIFA Pro, Gambigo, Zahant, Tim G, Marcel Davis, Garo, Player, Kimberly, Hahabit, der Tetsuo, der holt jetzt auch gerade Punkte, sonst wäre er nicht bei 600, Master, Mick, Wasser, Daniel, Geminator, Wurstfinger Pro und Ivoban AX. So, dann, ja, würde ich mal sagen, steige ich mal in das Match mit ein, switche ich jetzt von Roger auf die Tina. Na, gucken wir, dass wir noch ein paar Punkte holen hier. Dass wir wenigstens den Vorsprung noch ein bisschen weiter ausbauen. Heute werde ich leider kein Abschlussvideo hiervon machen können. Ist mal unterwegs. Vielleicht kann das ja jemand anderes oder zumindest mal ein paar Screens machen oder so von Gilde 1 und 2, wie es da ausgegangen ist. Damit man ungefähr weiß, was passiert ist. So, jo. Auf die Tina geswitcht und da gehen auch schon die Punkte weiter hoch. Jetzt steigen wir mit ein. Let's get ready to rumble. Round 1, fight. Curry 15. So, da haben wir gleich zu Beginn die Amy. Und dann nehmen wir hier den Fusel mit rein. Als nächstes haben wir den Stan. Und ja, jetzt ist die Frage, machen wir einen Weltraum-Stan oder machen wir den Luftgitarren-Stan, der momentan als Musikkarte ja auch einen Punch hat und ein Schild. Insofern wäre das gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir noch das da. Und jetzt sollte das Ding eigentlich relativ sicher gewonnen werden. Curry 15 scheint momentan auch aktiv zu sein, wenn er noch die Tina drin hat. Weil es eine glatte 100 Punkte. So. Nice. Sehr, sehr nice. Uns geht weiter. Oh, da hat sich jetzt doch einiges bewegt. Es sieht aus, als wären jetzt gerade drei aktiv. Weiter geht's. Steve Wannabe! Jo, dann bleibt mir da erstmal nichts anderes übrig, als eine Roller Derby Haley zu spielen. Patch 16 Schaden auf der 1, dann machen wir hier noch den Push von der Seite, haben wir 21 Schaden auf der 1. Dann würde ich mal sagen, nehme ich mal jemanden zum Heilen mit hinzu. Dann nehme ich noch jemanden zum Heilen mit hinzu. Ich glaube, das kann ich ganz gut gebrauchen. Und es sind nur 96 geworden. Schade. Na gut. Oh, ein 72er Bobby. Ein 10er Bobby haben wir da jetzt. Jetzt muss ich aufpassen. Bei einem 10er Bobby muss ich aufpassen. Ja, jetzt ist es natürlich schwierig, weil ich jetzt aktuell nicht weiß, was passieren wird. Ja, machen wir erstmal hier den Flirty Tutor. Da hätten wir zumindest schon mal ein bisschen was an Schaden auf der 1.
Das reicht natürlich nicht, um die Ringenkarte wegzubekommen. Aber, eieiei, jetzt kriege ich hier nur Supportkarten. Das ist natürlich auch nicht so schön. Hier habe ich noch was zum Krippeln. Aber jetzt geht's los. Den Denkeraffen. So. Die Louise, das wäre der Butler, das bringt aber nichts. Nein, damit würde ich ja meinen Support schwächen. Dann spielen wir jetzt als allererstes hier die Louise noch hin. Das wäre Susan Boyle, die holt sich wenigstens Leben wieder zurück. Kann ich ganz gut gebrauchen. Und 99 Punkte. Gegen den 10er Bobby. Sorry, Dude. Ja. Wow, hier tut sich doch einiges. So, gucken wir mal. Tetsuo natürlich. War mir klar, dass er da jetzt gerade durchzieht. Auf Platz 3 jetzt. Er sich hochkatapultiert. Gucken wir mal, wer da sonst noch alles jetzt. Wurstfinger Bro, da komm ich. Geminator. Wasser. Kimberly. Okay, also irgendjemand ist hier jetzt auch noch mit. Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht aktualisiert. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass es der Wurstfinger Pro ist. Jack Anik. So, auch hier jetzt wieder. Oh, jetzt habe ich natürlich ein riesiges Problem, weil ich weder eine Supportkarte von der Seite habe, noch jetzt mal eine Dreier. Das wird mir nicht großartig helfen gegen Lois Klavier. Trotz allem spiele ich jetzt mal den Rappert. Jetzt muss was passieren hier, jetzt muss was passieren. Das wäre die gestresste Lila. Also ich sag mal so, es wäre ja wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, wenn jetzt mir da... Gut, der Flirty Tutor kriegt nochmal Leben zurück. So, der Flirty Tutor kriegt nochmal Leben zurück. Das wird jetzt reichen für ihn. Jetzt kann ich hier die Clown-Maschine spielen. Die holt sich auch Leben wieder. Und die pusht nochmal den Flirty Tutor. Der holt sich jetzt sowieso alles, fast alles zurück, was er verloren hat. Hat aber noch nicht ganz für den Luftgitarrenstern gereicht. Das ist wegen diesem Event. Okay. Ja. Was tun, sprach Zeus. Die Götter sind besoffen. Dann spiele ich doch einfach mal den Baum. Und wenn der sich nicht heilt, dann weiß ich es auch nicht mehr. 97. Okay. Haben wir 97 geholt. Jawohl. Gut. 6 von 10 sind noch übrig. Ja. Jetzt gibt es hier doch nochmal einen ganz gewaltigen Schub nach vorne. Den brauchen wir auch ganz dringend. Den brauchen wir ganz dringend. Animation... League war das? Animation League 2, ne, glaube ich. Pharaoh Shine I. Ja, wie sieht's denn hier jetzt aus? Jetzt hätten wir einen Support. Ich könnte maximal auf 19 kommen. Dann machen wir das doch mal. Wir gehen jetzt hier auf die 14 Angriff. Und mit der Furzschule. Für Hochbegabte wird das definitiv reichen, da vorne den höchstmöglichen Schaden anzurichten. Jetzt gucken wir mal, jetzt hätten wir hier 14, 15, 19. Das reicht mir aber nicht, wenn ich jetzt den Bandit Bob spiele. Verliert der zwar, ich verliere, habe aber nochmal extra einen Punch, denke ich mal, ne? So, das heißt für mich, der verliert jetzt seine 5, das heißt, wir hätten wieder 14, 23, und dann gucke ich mal, was der Bonus ist beim Punchen, 12, okay. Gut, und dann haben wir natürlich die paddelnde Peggy. Die ist natürlich nicht zu verachten. Jawohl, mit ihrem heißen Paddel. So geil, paddelnde Peggy.
Oh, jetzt wäre es natürlich schön gewesen, wenn ich den Bill noch mit dem Rupert vorher hätte spielen können zum Heilen. Aber brauche ich noch nicht mal. Die 100 Punkte habe ich auch so erreicht. Nice! Ja, Mann! Oh, es macht so eine Freude. Also ich liebe es, wenn man etwas anspruchsvollere Gegner trotzdem vernichten kann. So geil. Nice. Pliskens. 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 Gut, dann schauen wir doch einfach mal, was wir jetzt hier mit dem Pliskens machen. Ich spiele jetzt erstmal in Stan. Ah, kommst du? Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Ja, machen wir den Rekordhalter. Machen wir einfach den Rekordhalter fertig. Oh, Stewie auf Medikamenten. Wird aber trotzdem nicht überleben. Denke einfach noch mit dazu. Und jetzt muss ich einfach nur noch heilen. Ich muss jetzt irgendwie noch. Ich hätte ein bisschen anders das spielen können. Scheiße. Ich bin zum Heilen gekommen. 97. 3 Punkte verschenkt. Hätte ich den Bill doch bloß vorher gespielt. Naja. Okay. Gut. I've got something in my pocket. So. Sorry für meinen kurzen. So. Dann haben wir jetzt hier. Oh, da kann ich ihn aber diesmal spielen. Jetzt wäre natürlich die Frage, machen wir das 300-Dollar-Messer? Krippelt da erstmal alles Mögliche runter. Oder machen wir die Anale entstellt? Die Anale entstellt ist natürlich auch mega, mega nice. Mit 5-fach Cripple All. Aber ich glaube, dass wir gar nicht mehr großartig zum Crippeln kommen müssen. Ach komm, ich mache jetzt hier Anale entstellt. War immer eine meiner Favorite-Karten. Wird sie auch immer sein. Dann spiele ich hier als nächstes Mal erstmal die Lila. Jetzt entscheide ich mich gleich mal für den. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass mir die Lila da nicht wegfliegt. Und erstmal die Flügelmutter hin. So, und jetzt kann ich Rupert spielen. Und jetzt kommt noch der Bill mit hinzu. Aber der wird nicht mehr zum Einsatz kommen. 86 Punkte. Oh, jetzt habe ich aber doch ganz schön Punkte verloren. Nicht so schön. I had something in my pocket. Ja, so, wie schaut's aus momentan? Tja, Wurstfinger pro 100 Punkte bis jetzt. Das heißt, ein perfektes Match gemacht. Something in my pocket. Bum, 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 bum. Dann würde ich mal sagen. Ist jetzt eine schwere Entscheidung. Die Kombinationen sind hier alle nicht wirklich sehr berauschend. Das heißt, ich müsste eigentlich erstmal mit dem Gewehr anfangen, weil ich da den höchstmöglichen Schaden am Anfang habe. Mal den Seemann der Rache. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen vergeudet, ne? Das Ganze hier. Das ist schon ein bisschen vergeudet. Dann, ich spiele jetzt erstmal die Amy zum Pushen von der Seite und dann gucken wir mal, was passiert. Ah, Gott, mach mal. Jetzt mal erstmal die betrunkene Amy hier. So, und jetzt haben wir hier mal. Na, ich mache jetzt hier mal die Louise hin.
Und da die Dodgeball-Louise. Den Weltraum-Stan. Und ich glaube aber nicht, dass der Baum. Nee, der kommt nicht mehr zum Einsatz. Schade. 96 Punkte. Weiter geht's. Can't stop the feeling. So. Zweiundfünfzig. Sipaldiopsis. So. Ausschlag, Anfeuern, Revanche. Das ist natürlich jetzt mal wieder Oberkacke, ne? Das ist jetzt mal wieder eine richtige Oberkacke. Naja. Gucken wir mal. Ja, hier würde ich wenigstens sechsfach runterkrippeln. Ich weiß ja nicht, was kommt. Pushen wir mal von der Seite noch. Untereinander-Turf ist natürlich auch nicht schlecht, aber dann doch lieber. Ich spiele erstmal separat. Naja, nee. Dann lieber den Mr. Bildose. Aber ich habe jetzt hier erstmal, Moment mal, bevor ich das mache, spiele ich hier erstmal den Denkerhafen. So, und jetzt können wir hier den Bildose noch auspacken. Und es war's. 93. Ein Match noch. Dann sind wir hier auch schon durch. Oh. Letzten Punkte. Ero Wolf. So, ja, Mann. Dann hätten wir einen Bob. Und wir hätten. Ah, gut, dann machen wir das so anders. Dann machen wir erstmal den Bandit Bob. Das reicht ganz genau, um da oben einen kleinen zu bekommen. Als nächstes pushen wir jetzt mal nochmal von der Seite. Nein, mal nochmal einen 5er Bonus. Dann boxen wir noch mit von der Seite. Und dann boxen wir noch. Ah, Gewehr und die Peggy. Gewehr und die Peggy. Sie klopft dich weich. So, das Gewehr und die Peggy. Sie klappt dich weich. So, also. Ja. Jetzt kommen doch nochmal Punkte mit hinzu. Wasser, Master Mick, X, Ivoban, AX, Herr Gleich. Müssen wir wieder aktualisieren. Dann gehe ich mal gleich rüber in Gilde 2 und schauen wir mal, wie es da aussieht in Gilde 2. Da jetzt noch gar keinen Überblick. Erstmal switche ich hier oben. Ganz, ganz wichtig bei engen oder wichtigen Matches. Eigentlich solltet ihr das in der Regel immer machen. Switchen zu euren Charakteren, die Punch, Revanche oder was auch immer haben. Die stärksten, die von sich aus noch Schaden verursachen. Muss mal gucken eigentlich. Ich habe ja inzwischen auch den Dale auf Level 7, aber das ist mir zu wenig. Revanche 3 und Faustschlag 2, aber nur 47 Leben. Ich glaube, mein Roger tut mehr weh aktuell mit 71 Leben. Dann müssen sie erst einmal durch. Jo, noch einmal reingehen, gucken, wie schaut's aus? Und was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Was? Oh. Kamen nur 3 Punkte mit dazu. Animation League 2. So. Da hat wohl jemand ein Match verloren.
So, 963 habe ich. Hey Luca, cool. Ein Punkt mehr als ich. Nero, Tetsuo, Apsu, Brownie sind ein paar Punkte hinter mir. Ceci auch. Low, Eat Fresh Food. Simon. Tetsuo natürlich. Nero, Garden. Unsere absolute Apsu auch. Wahnsinn, 992 Punkte geholt, unsere absolute Elite hier. Nicht nur mit die Stärksten, auch mit die Aktivsten immer mit dabei, egal was kommt. Der Vini ist auch wieder da, Dytronic. Coole Sache. Nice. So, also das war es jetzt erstmal hier von Gilde 1. Jetzt gucken wir mal rüber. In Gilde 2. So, schauen wir mal, was da Sache ist. Ich lasse mich überraschen. Ja, Mann. Also. Hopp, zack, zack, zack. Da sind wir dann auch schon. Gehen wir mal da raus. Oh, ist das laut. Hui, ist das laut. Das hat wohl der Herr sofort wieder in den Händen gehabt. So. Alles klar. Gucken wir mal da rein. Schauen wir mal. So. Hör auf die Stimmen. Hör auf die Peggy. So. Also. Und da sind wir auch schon. Geh mal rein in die Schlägerei. Schauen wir mal. Oh, das wird ja mal wieder ein ultra heißes, enges Match werden. Gegen Poophead 27, 26 aktive. Und hier haben wir, gucken wir mal rein, Lord Universe, wieder vom Herrn sofort gespielt worden. El Zola, SCP Moritz, Klon, Jumper, Nüsse. Ja, sofort auch mit seinem zweiten Account schon aktiv gewesen. Player Valentin, Oriens, Petrogeli, auch wieder aktiv, General Anal, Tiger Top Player, Grab Gaming, Fishy, Bloody Fruit, Casey Rebel, Honey Dog, Gabriel, Ein Wildes Leo, Gurken TV, Aristocraft und Relaxo, Leute. Beide, beide, jetzt gebt alles, damit ihr wieder nach vorne kommen könnt. Es sind noch ein paar Tage, es ist noch nicht alles vorbei. Nur, ihr müsst was tun. Ui, gleich ein 53er hier. Das ist natürlich jetzt mal eine ganz heiße Nummer. Da würde ich mal sagen, da fange ich jetzt mal mit dem Bill an. Und dann haben wir hier die Drunken Clan. Dann habe ich noch einen Bill. Und dann habe ich noch einen sturzbetrunkenen Bill. Und die beiden sollten es eigentlich schon fast alleine machen. So, noch den da. Und den spiele ich jetzt auch noch aus, falls noch was geheilt werden sollte. So, 100 Punkte. Flawless Victory. Fatality. Fight. Den haben wir gespatzt. Aber mal sowas von. Ja, ihr holt auf. Ihr holt auf. Alles klar. 46 gegen 46. Dann habe ich einen betrunken auf dem Rasenmäher. Und als nächstes habe ich wieder einen Bill. Und dann habe ich einen sturzbetrunkenen Bill. Und dann habe ich eine Oktoberfest Lila und noch einmal einen sturzbetrunkenen Bill.
So, glatte 100. Ja, Mann. Ruggidigu, ruggidigu. So. Nein, das läuft ja mal. Das läuft ja mal hier. Das läuft ja mal. Es läuft, es läuft. Es läuft. Und dann haben wir wieder einen betrunken auf dem Rasenmäher. Und dann haben wir wieder einen Bill. Und wieder eine Alkoholkarte. Selbst mit den kommen Alkoholkarten ist das noch richtig gemein hier. Drunken Clam habe ich nur mit Bob. Und habe ich Drunk at Work. Und das war's. Und wieder eine glatte 100. Und das mit meinem zweiten, schwächeren Account. Wahaha. Gegen Poophead. Also auf Deutsch übersetzt der Furzkopf. Poopies sind, glaube ich, Fürze. So, dann haben wir einen Bill mit einem Kostüm. Wäre natürlich die eine Möglichkeit. Aber nee, ich fange jetzt wieder an mit Bill. Und der Drunk. Oh ja, kann ich gut gebrauchen. Mal überlegen. Geht nicht. Machen wir erstmal so. Und dann haben wir als nächstes den Bob. Und nochmal den Malteser-Likör oder den, also 11-21-637, 11-26-738. Dann nehmen wir doch den da. Dance, 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 dance. Und noch eine Alkoholkarte. Jawoll. Kannst du bringen? Okay. 99. Okay, einen Punkt habe ich jetzt nicht bekommen. Da soll doch mal einer sagen, eine Rare-Karte ist scheiße. So. Der Bill. Und dann haben wir wieder betrunken auf den Rasenmäher. Und als nächstes, oh, Slewbag, machen wir erstmal hier Alamo Beer. Und dann machen wir da betrunken auf Fry. Und als nächstes haben wir Slewback. Und auch dieses Match ist mit einer glatten 100 schon wieder vorbei. Da brauche ich noch nicht mal die Tina zum Heilen hier. Da brauche ich noch nicht mal die Tina zum Heilen. Das machen die von noch ganz alleine. Meine Alkoholkarten. Da gehen die eintrinken. In die Bar einsaufen. Ist das nicht nice? So. Dann machen wir mal das hier mit Professor Farnsworth. You may. Also, Professor Farnsworth, das Alkoholbad. Und dann haben wir als nächstes den Bob. Bekommt ein Chill im Menü. Ne, Moment. Ceci hat gemeint, das wird Schecks Lemenü. Habe ich jetzt richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Anal entstellt? Nein, mache ich nicht. Das ist mir zu gefährlich jetzt. Ich will wieder Alkoholkarten. Alkoholkarten machen den kaputt. Und dann wieder den Bill. Und die heilen sich auch selbst wieder. Das ist das Geile daran. Sturzbetrunkener Bill. Und dann hätte ich noch einmal eine Slewbag im Angebot. Jawohl! 97 Punkte. Na gut. Erstmal wieder hier. Tun wir erstmal wieder ein bisschen. Erstmal wieder ein bisschen Distanz reinbekommen. Nur minimal. Also Leute, hier, wir brauchen euren Einsatz. Seaman von Poophead. Can't stop feeling. Und ein Bob. Und den kann ich und den kann ich auch. Jetzt guck, muss ich gucken. 6, 2, 7, 11, 23. In dem Fall ist mir der Absinthrausch lieber. Und dann hätte ich noch einen Bill. Und dann hätte ich noch einen sturzbetrunkenen Bill. Und dann hätte ich noch einen Slewbag. Einen Slewbag im Angebot, ein Slewbag im Angebot. Heute zu einem niedrigen Preis. Wow! Zack. Hatte 100 wieder.
Noch drei, dann haben wir auch das geschafft. Juhu. So. Und dann als erstes, das ist natürlich nicht ganz so schön. Spiele ich als erstes mal den Malteser-Likör. Es wird schon noch irgendwas kommen, womit ich ihn kombinieren kann. Funktioniert jetzt leider so noch nicht. Aber ich werde noch eine Möglichkeit finden. Also erstmal hier den Bill. Der ist ja auch betrunken. Oh nein, 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 das gefällt mir aktuell noch gar nicht. Was jetzt, wird er das Risiko eingehen? Jetzt habe ich aber den sturzbetrunkenen Bill und der dürfte... Jawohl! Die gestresste Lila hat er down bekommen. So wie sich das gehört. Und dann habe ich da hinten den Fry noch. Und das Match ist vorbei. Und das mit einer glatten 100. Ist das nicht crazy? Ist das nicht nice? Wow! Und dann haben wir über 20.000. Inzwischen bräuchten sie zwei Aktive. Mehr als wir, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Und jetzt kann unsere Gilde zeigen, ob sie es wolle oder ob sie es nicht wolle. So, was haben wir jetzt hier? Brian's Martini geht damit, damit, damit. Das geht nur mit dem Hank. Das geht, das ist eigentlich dann jetzt wurscht. Da kann ich mir überlegen, den Absinthrausch. Oder Drunk at Work. Drunk at Work ist natürlich auch geil. Da würde ich aber neue Leben mit hinzubekommen. Und da würde ich Leben heilen. 7,34, 10, 23. Komm, nehmen wir das hier. Da haben wir noch gleich den Bonus mit dabei und dürften das Ding auf jeden Fall das Vieh klein bekommen. Jetzt kann ich nämlich hier die Sumpfpartys spielen auf die Seite. Und dann haben wir hier noch Drunk at Work oder aber betrunken auf dem Rasenmäher. Nehmen wir uns an, ich spiele jetzt hier nochmal eine Alkoholkarte nebendran. Und hier mache ich das dann jetzt. Hier mache ich jetzt zum Beispiel mal... Nö. Mach mal hier. Das sollte jetzt aber auch reichen. Genau. Wieder eine glatte 100. Juhu! So. Dance, 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 dance. Oh, die holen aber jetzt auch wieder auf. Leute, wir brauchen Activity, Activity, Activity. Und Raygun sind Raygun. Und Raygun müssen wir hier halten. So, Hank mit Alkohol und Peggy mit Drunken Clam. Peggy mit Drunken Clam ist natürlich eine geile Sache. Es gibt die betrunkene Peggy und die betrunkene Peggy ist richtig, richtig nice. So, dann hätten wir noch etwas im Sonderspecial-Angebot. Wir könnten jetzt hier mal den Teufel Hank spielen, aber will er gar kein großes Risiko eingehen. Spielen wir lieber noch den Betrunkenen. So. Und jetzt noch den Bill mit dem Rupert, da kann ich auch noch theoretisch sollte da noch irgendwas passieren, nochmal mitteilen. Aber da passiert auch nichts mehr. Jawoll! Glatte 100! Juhu! Dance, 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 dance. Ja. Das haben wir, würde ich mal sagen, durchgerockt. Ja, leider wird jetzt wahrscheinlich wieder die Serie aufhören. Relaxo, Aristocraft, Gurken TV, ein wildes Leo, Honeydog, Casey, Rebel, Bloody Fruit, Fishy, Gabriel, Grab Gaming, Player, Tiger Top, General Anal, Petro Geli, Oriens, Valentin. Bei mir sind jetzt nochmal 100 mehr hinzukommen, das heißt, ich habe 996 dann jetzt. 922 Player, Nüsse, Jumper, Klon, Moritz, T20, SCP, El Sola.
on the Lord Universe. So, das war's jetzt von dieser Folge Animation Throwdown. Ich drücke beiden Gilden jetzt die Daumen. Gilde 1 und Gilde 2. Es wird Zeit zu gewinnen. Wirklich, Leute, haut rein. Gebt jetzt nochmal alles. Der Rumble geht nicht mehr lange. Bald haben wir es wieder hinter uns. So. Wurstfinger pro 37. Aktive waren es jetzt in Gilde 1 bis jetzt. In Gilde 2 haben wir momentan eine Beteiligung von 26. Es wird einfach nicht mehr. Und ja, kann man natürlich, oh, Gilde 1, da wird auch aufgeholt. So, also, Leute, haut rein, macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rodeo. Mit mir nehmen wir gleich, macht's gut, bis dann und tschüss.